Wir fahren jetzt. Ich würde sagen, direkt zu dieser Tour. Legt die Hauptsegel in den Wind! In die Bugbacken! Volle Segel, Bewegung! Und Abfahrt. Ja, den Teufel tun, den ich beziehe, mit diesem Würmerschiff anlegen. Halt! Ich hab doch X gedrückt! Sperrgebiet! Warum das? Wer weiß. Ein Sturm, Captain! Sieht schlimm aus! Was? Segelreffen! Raus aus der Bö! Raus aus dem Wind! Hauptsegel einholen! Holt sie ein! Captain ist außenbord! Ich habe ein völlig natürliches Tempo gemacht. Hallo. Komische Flüge. Aufenthaltsort des Ziels erreicht. Segel setzen! Wir reifen den Wind so gut sie es kann. Rahm- und Marssegel festzurren. Ein Sturm sieht übel aus. Die Belagerung von Charlestown. Townie. Alle sind... Hey, yo, Bonnet! Endlich deine eigene Flagge! Ja, Blackbeard schickte mich leider fort. Also dachte ich, ich versuche es selbst. Na, großartig! Ja, es ist das Beste, glaube ich. Nächstes Mal werde ich sicher was zu erzählen haben. Edward? Eure aufrichtige Freundschaft war mein wertvollster Fund hier auf See. Weit höher als Gold und Silber und Rumstufe stufe ich die Courage ein, die ihr mir dieses Jahr gabt. Danke, Sir! Gerne. Wie sie euch gewogen sein! Aber gerne doch. Liebt man euch denn nicht daheim? Wollen euch eure Weiber und Familien und Landsmänner nicht haben? Wie sonst erklärt ihr euch das völlige Desinteresse an eurem Wohlergehen? Geiseln gegen Medizin! War meine einzige Forderung!
Und doch. 6 Tage. Gott verdammtes Schwein. So muss ich wohl annehmen, dass ihr die Aussätzigen von Charlestown seid, und ich wäre besser beraten, eure Organe als Köder und eure Knochen als Brennstoff zu nutzen. Bei Gott! Das ist meine Zwickmühle. Töte ich euch? Zwinge ich euch in meinen Dienst? Ich treffe diese Entscheidung nicht leichtfertig, doch ohne Reue. Ahoi, Edward. Was zum Henker machst du, Mann? Ganz Charlestown sieht dieses Schauspiel. Das ist die Idee. Unerreichbar, doch gut zu sehen. Und wo ist die Medizin? Wir schickten Männer an Land, um mit dem Gouverneur zu verhandeln. Das war vor einer Woche. Seitdem kein Mucks. Ich mach das. Gib mir einen Tag. Das riecht doch wieder nach Fleisch. Da vorne bewegt sich was. Sind das Soldaten? Ei, und sie haben es eilig. Ich sage, wir folgen ihnen. Sonst tun sie noch etwas Unvorhergesehenes. Sag ich's dir. Nehmen wir Fahrt auf. Was denkst du? Blackbeard macht das jetzt seit 8 Tagen. Also kann es gut sein, dass doch schon jemand Medizin vorbereitet hat. Nur für den Fall. Ah, aber sie halten uns hin und versuchen, den Austausch zu verhindern. Ei, also suchen wir ihren Sammelpunkt. Hoffen das Beste. Vorsicht, Captain. Wir driften auf einen Wachturm zu. Die Jingo hat in solchen Schatten Gewässern nicht zu suchen. Trimmung locker. Topsegel retten. Da ist noch ein Wachturm. Segel setzen. Bleib bei halbem Segel, Captain. Geschwindigkeit ist hier kein Vorteil. Pass auf, die Sandbänke. Wir kommen nicht unbemerkt vorbei, Captain. Und es gibt keinen anderen Weg. Es gibt immer einen anderen Weg. Alle halt! Ah.
Setz halbes Segel. Nicht tot. Fahr zu legen. Ich sehe sie. Da drüben. Hoffentlich bleibt dieser Fluss so breit und tief. Dieses Schiff ist für das offene Meer gebaut, nicht für den Bayou. Wenn wir hier auf Grund laufen, kommen wir nie wieder raus. Tun wir aber nicht. Scheiße Sackgasse. Lesegel. Wir dürfen nicht merken, dass wir ihnen folgen. Locker. Hauptsegel, Ben. Immer mit der Ruhe, Captain. Die entkommen uns, Captain. Dann muss ich eben ohne sie weiter. Ich komme zurück. Also. Über Blackbeard sagt, das Feuer aus seinem Kopf schießt, wie aus einem Vulkan? Wenn er nicht selbst der Teufel ist, dann steht er sicher mit ihnen im Bunde. Sei bloß dankbar, dass sein Schiff vor Anker liegt und sich kein Weg mitten nach Charlestown hineinbahnt. Dieses Piratenpack, jemand muss etwas unternehmen. Yep. Am Ende und zwar jeden Einzelnen. Es ging um Gold. Oder um wenigstens. Um nichts als Medizin, um alle Zipperlein zu kurieren, die bei denen an Bord wühlen. Nein! Piratenschiffe sind nichts als verpestete Särge. Ja, das doch los. Warum stellen wir endlich mal töten? Ach du Scheiße. Hallo! Ryder, bist du das? Ein und derselbe. Dann beeil dich! Du wirst erwartet und du weißt ja wie! Scheiße, wie sollte das? Hallo! Ryder, bist du? Och, Mann! Oh, nee.
Raise the alarm! Das ist doch... wollt ihr mich verarschen? Hallo! Ryder, bist du das? Ein und derselbe. Dann beeil dich. Du wirst erwartet und du weißt ja wie. Ah! Oh mein Gott! Es hat ihn! Es hat ihn! Ich sag's doch! Bruder! Um Himmels Willen! Bruder! Ich sagte doch, da war was! Hab ich's nicht gesagt? Oh Gott! Verschwind dir hier! Ich dachte, das sind bloß zwei. Ich habe nie gesehen, dass das vier sind. Das war irgendwie zu sehen. Hallo! Ryder, bist du das? Ein und derselbe. Oh mein Gott! Es hat ihn! Es hat ihn! Ich sag's doch! Oh nein! Das ist doch jetzt nur euer Ernst! Hallo! Ryder, bist du das? Ein und derselbe. Dann beeil dich! Du wirst erwartet und du weißt ja wie! Ah! Oh mein Gott! Es hat ihn! Es hat ihn! Ich sag's doch! Entschuldigt bitte, Sir. Es gab einen Unglücksfall. Gefreiter Simon, dieses Krokodil. Unglücksfälle interessieren mich nicht. Was gibt es Neues im Hafen, Soldat? Sprich. Unverändert, Sir. Sie halten durch, haben aber noch keine Geisel verletzt oder getötet. Zumindest soweit wir wissen. Vielleicht ist es Zeit aufzugeben? Entschuldigt bitte, Sir. Es gab einen Unglücksfall. Gefreiter Simon. Dieses Krokodil. Unglücksfälle interessieren mich nicht. Was gibt es Neues im Hafen, Soldat? Sprich. Unverändert, Sir. Sie halten durch. Haben aber noch keine Geisel verletzt oder getötet. Zumindest soweit wir wissen. Vielleicht. Ich bin für das Schicksal dieser Stadt verantwortlich und ich beuge mich nicht den Forderungen eines Piraten, egal wie grausam sein Ruf auch sein mag. Ja, Sir. Solange ich den Lagerschlüssel habe, fasst niemand diese Medizin an. Und wenn Pest und Cholera sie alle dahin raffen. Verfluchter Idiot. Was? Piraten! Ihr Schiff ist hier! Piraten! Zurück! Zurück zum Haus! Enjoy this, I will. Do not touch your fellas. He's trying to give us the slip. Was geht hier vor? Scheiße, wieso das? Haltet ihn! Tut doch etwas, ihr Narren!
nochmal los? Hallo. Was soll denn das jetzt wieder? Bin ja dabei. Oh. Na, renn doch mal los. Mann. Erschießt ihn jemand! Ergreift den Hauptmann Ah, das war falsch. Scheiße. Ach, verf. Ach nee, jetzt rennt der Leih los. Steh mir bei und schlachte diese Teufel! Aha! Blackbeard machte dir das beste Angebot, das je ein Mann von einem Piraten bekam. Du magst ihn dafür verfluchen, doch Medizin war alles, was er wollte. Und nun bekommt er sie. Hättest du doch verhandelt, Freund. Genau. Er ist zurück, Captain! Was hast du? Zwei Kisten. Und genug Material, um noch mehr herzustellen. Ah, du hast mitgedacht. Das ist verflucht selten heutzutage. Habt ihr gehört, Mr. Rex? Mein junger Freund kommt mit Geschenken zurück und rettet euch damit den Hals. Wollt ihr ihm nicht danken? Verlassen wir diese Gewässer, Thatch. Der Gouverneur mustert sicher schon neue Soldaten. Na, segel du mal vor. Ich habe noch etwas im Norden zu tun. Du gehst, oder nicht? Gibst du uns auf? Und Nassau? Sieh, mein Freund. Ich bin in meinem vierten Jahrzehnt auf der Erde. Und sollte ich es nicht schaffen, dass mein fünftes eine ruhige und gemütliche Reise wird, klopfe ich lieber an die Tür des Teufels, als mich ein weiteres Jahr Captain zu nennen. Wir sehen uns wieder, Junge. In dieser Welt. Oder dir darunter. Okay. Die Belagerung von Charlestown. Nie. Wie auch immer.